Da bin ich nochmal. Hier ist André. Ich bin Seelen- und Beziehungscoach. Und wenn du dich in deiner Beziehung wirklich öffnen möchtest zu dir selbst, musst du dich durch und durch geläutert haben. Du musst dich vollkommen selbst durchdrungen haben. Du musst dich kennen, deinen Schatten, deine tiefste Verwundbarkeit, deine tiefste Angst. Und unter anderem geht es jetzt hier um Sexualität und Perversität. Überall da, wo du dich krankhaft gemacht hast, krankhaft über dich selbst denkst, dich klein gemacht hast vor anderen, einfach nur aus Angst, kein Perversling zu sein. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig durchgefickt? Dich selbst. Ein Ficken, was so tief aus deinem Herzen kommt, wo ein ganz starkes Feuer in dir brennt. Kein abgespaltene Geilheit, wo du jemand anders verletzen willst, sondern tief dich selbst durchgefickt. Wo fickst du dich in deinem Leben? Wie ist dieses Wort Ficken überhaupt für dich? Wie viele Widerstände hast du gegen Ficken? Das ist ein Grund, warum viele Menschen leiden, weil sie einfach zu wenig ficken. Das Leben will dich ficken. Ich habe darüber schon mal einen Film gemacht. Wenn du diese Energie nicht mehr empfangen kannst, was wird aus dir? Du wirst vollkommen krankhaft in deinem Denken. Wenn du dich nicht mehr hingeben kannst einer orgastischen Energie, die dich ja letztlich in dieses Leben hineingebracht hat. Du bist durch Ficken entstanden. Aus einer ganz starken, liebenden Kraft. Ob derjenige oder diejenige wirklich aus diesem Feuer heraus dich gezeugt haben, das bleibt dahingestellt. Aber stell dir mal vor, es gibt eine Ebene, dass der ganze Kosmos ein einziger Fick ist. Auf allen Ebenen. Und wie war deine Pubertät? Wie warst du als Jugendlicher? Ficken. Lecken. Arschficken. Sau sein. Du bist eine alte Sau. Vagina. Fotze. Schwanz. Na, was bringt das in dir hoch? All deine Widerstände gegen Sexualität, Erotik, dich voll und ganz anzunehmen. Stell dir mal vor, so richtig geil blasen. Hast du schon mal gesehen? Vielleicht beim Porno, ne? Wenn jemand so richtig geil eingeblasen, wenn eine Frau sich so richtig hingibt, das auch will, so richtig voll lustvoll, so oh, geil. Ja. Wo das nicht mehr in deinem Leben ist, was ist dann? Wer wirst du dann? In deiner Fantasie? Tust du dich mal selbst befriedigen? Schämst dich dann dafür? Ziehst dein Höschen wieder hoch? Wäsch dich schnell? Weil du möchtest ja damit nichts zu tun haben. Es ist ja eigentlich etwas, das ist so intim, das möchtest du nur für dich behalten. Kann man das in deinem Leben sehen? Kann man das riechen, wenn man in deiner Aura ist? Oder bist du ein kleiner Perversling geworden? Richtest andere, schaust immer zu Leuten, wo du das dann siehst. Weil dein Körper bekommt das nicht mehr. Ich konfrontiere dich gerade mit deiner tiefsten Angst, dich vollkommen zu befreien. Und das bedeutet, dir selbst treu zu sein, ein Körpergefühl dafür zu bekommen, deine gesamte Energie, die du bist, wirklich voll und ganz zu entfalten, es wirklich zu sein, dass man spüren kann. Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen von, kann ich mich auch abgrenzen? Du hast die Grenze. Du brauchst keine Angst mehr vor deiner Geilheit zu haben. Du kannst sie tief in deinem Herzen spüren und du musst nichts ausagieren. Du musst nichts, du tust nichts, was du nicht willst. Ganz im Gegenteil. Du bist alles andere dann als ein Perversling. Du bist total natürlich. Du bist mit deiner tiefsten Verwundbarkeit, mit deiner tiefsten Kraft. Dir ist absolut bewusst, was du willst und was du nicht willst. Es geht darum, dich aus deiner größten Angst zu befreien, dich deinem Schatten zu stellen. Wie willst du Licht und Liebe sein, wenn du etwas abspaltest in dir, wegdrückst? Ekstatisch, du musst ekstatisch werden. Fick dich selbst. Ja, fick dich selbst in den Arsch. Oh ja, oh geil, André, oh ich fick dich, oh, es macht mich so an, oh ja. Wow. Geil. Okay.
Das war ja was. Wer ist denn da in mich gekommen? Also da habe ich gar keine Worte mehr für. Aber ich fand es ehrlich gesagt wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich spreche ja immer von sehr, sehr riesen dicke Luft. Wow. Also, wie befreiend ist das, wenn du dir das erlaubst, 5 Minuten einfach mal mit Gott zu sein? Hä? Okay. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn es dir jetzt schlecht ist und du überhaupt nicht mehr weißt, was du jetzt damit anfangen sollst, dann geh wieder nach innen. Mach damit eine innere Arbeit. Ja, du hast auch einen pubertierenden Jugendlichen in dir. Immer gehabt. Du warst immer verrückt. Du warst für das Größte offen. Selbst wenn du gelernt hast, dich sehr, sehr schnell in deinem Leben zurückzunehmen. Dich runterzudrücken. Und natürlich hat es dich vor bestimmten Sachen auch bewahrt. Du bist dadurch total vorsichtig geworden. Ich bin aber dazu da, wieder eine Granate für dich zu sein, dich dafür zu öffnen, dann brauchst du es nicht machen. Wichtig ist, dass die Energie fließen kann. Die Energie muss fließen. Und das ist eine Energie, die fickt dich aus dem Kopf raus. Die holt dich einfach aus dem Kopf raus. Spürst du das? Das knallt dich irgendwie weg. Weil du einfach merkst, wie viel du kontrollierst, wie viel du im Kopf kontrollierst, wie viel du in deinem Körper einfach an Spannungen hast. Ja, und drückst rein, ja, musst ganz viel essen dann, ja, musst ganz streng zu dir sein, ja, sehr kritisch zu dir sein, sehr perfektionistisch, musst anderen Leuten immer das Gefühl geben, dass du gut bist, dass du alles richtig gemacht hast, ja, dass bloß niemand was Negatives von dir denkt, dich bloß nicht kritisiert, lieber kritisierst du dich selbst, lieber machst du dich zum letzten Schwein, zum letzten Arschloch, bloß nicht, um endlich frei zu werden. Ja, um letztlich dich wirklich zu zeigen, erst dann bist du in deinem Herzen, erst dann bist du mit anderen Leuten wirklich im Kontakt. Alles andere ist alles Lug und Betrug. Ist scheinheilig. Du bist scheinheilig. Scheinheilig und feige. Du kritisierst andere, du projizierst deinen ganzen Mist auf andere Leute. Wie willst du denn da deine Göttlichkeit leben? Das ist unmöglich. Ja, du kannst dich selbst nicht mehr ausstehen. Bist du bereit, das jetzt zu beenden? Bist du bereit, das jetzt endlich zu löschen, dieses Programm, und dich mit einem richtig knackigen Coaching darin begleiten zu lassen? Dann bin ich der Richtige für dich. Wenn du das willst. Wenn du bereit bist, zu erkennen, dass all das du selbst auch bist. Dass das alles in dir ist. Und das muss alles eine Möglichkeit haben, dass es fließen darf. Wenn das nicht mehr fließen darf, brauchst du gar nicht dich anstrengen, besonders gut zu sein oder besonders liebevoll zu sein. Es kommt nichts zu dir zurück. Du musst absolut wahrhaftig und aufrichtig werden, dir selbst gegenüber. Und darin bin ich ein Seelencoach, ein Beziehungscoach, ein Herzenslehrer. Ich helfe dir, dein Herzenskraftfeld wieder aufzubauen. Dein Herzenskraftfeld ist 5000 Mal stärker als dein Gehirn. In deinem Herzen hat alles Platz. In deinem Herzen ist eine mächtige Kraft. Da ist ein Feuer. Und das wollen deine Kinder sehen, das wollen deine Menschen um dich herum sehen, dass du aus dieser Kraft heraus dein Leben lebst. Und es nichts mehr gibt, vor dem du dich wirklich fürchten musst, außer vor dir selbst. Okay. In diesem Sinne, Daumen nach oben, give me a like. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann frag dich, was gefällt dir noch an dir selbst, wenn du in den Spiegel guckst. Frag dich, wer bist du da? Wer möchtest du gerne sein? Was möchtest du gerne darstellen in der Welt? Was du in deinem Innersten nicht bist. Du bist nämlich alles. Also, in diesem Sinne, alles Gute. Bis bald. Ciao.